Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Typo Man. Ich habe immer noch das Gefühl, dass das hier Überwachungskameras sind, die mich hier verfolgen. Oh, oh. Und wie gesagt, ich habe die Follower-Einblendung aus gerade, aber ich habe es trotzdem gesehen. Tastenhauer, danke für dein Follow. Gas, ja, das ist nicht so cool. Das ist doch wahrscheinlich dann tödlich für mich. Der hätte ich ganz gerne jetzt mal so einen Buchstaben weggenommen. Nein, das geht nicht. Das ist irgendwie unangenehm. Nee, es ist nicht tödlich. Doch, es ist tödlich. Warum starte ich denn diese Lore hier? Ja, Moment, aber wenn hier zweimal Gas ist, ne? Und ich kann keinen Buchstaben davon nehmen. Okay. Man war jetzt zu laut oder nicht? Yes. Ja, aber Gott, wie soll ich es denn ausstellen? Ich gehe erstmal wieder zurück. Ein bisschen frische Luft holen hier. Und da zerplatzt mein Schädel jetzt nachträglich. Achso, okay. Die erste können wir ja bestimmt auch nicht nehmen, ne? Was kann man denn mit Gas machen? Sack? Sack? ASG? Komm nicht drauf. Einfach mal schnell durchlaufen, ob hier unten in der Ecke sicher ist? Nein, ist es nicht. Ja, vergiss es. Ich muss mit dem Buchstaben was machen. Dann mal, wir gucken mal eben hier, ob wir hier irgendwas übersehen haben. Nee, wir kommen auch gar nicht zurück. Renn einfach mal. Okay, dann versuchen wir noch so schnell wir können durch. Aber das glaube ich nicht, dass das geht. Oh doch, Tatsache, so einfach war es. Okay. Spans. Okay, das spannt sich auf. Snaps. Wie geil! Also es spannt sich auf und es schnappt um. Dann sollten wir... Aber ein schönes Wortspiel, oder? Das ist doch ein schönes Wortspiel. Hätte von einem Gastmann ein Foto machen sollen. Oh, da oben geht's doch hoch. Da kommen wir doch bestimmt irgendwo hin. Ja, oder unten entlang. Wissen wir nicht genau. Okay, dann müssen wir worauf springen. Mal gucken. Ja, die Idee ist absolut geil. Errungenschaft freigeschaltet. As war gorged on everyone and everyone I love, I try to stay strong and carry on. Ups, komm. Ach so, okay, da geht's gar nicht weiter. Das ist nur für den Text. Okay, dann geht's hier weiter. Okay, da brauchen wir ein O. Down. Definitiv, würde ich sagen. Und wahrscheinlich nehmen wir damit die Leiter dann. Ja, damit kriegen wir die Leiter. Unten ist noch ein N. Achso, da können wir wieder was anschalten. Da steht ja auch Switch. Jetzt sehe ich es auch. Ich habe das Gefühl, man weiß ganz genau, dass ich da bin. Und Switch. Aber was habe ich denn damit angeschaltet?
Kann ich denn das N auch nehmen? Nein, das N kann ich nicht nehmen. Gut, was auch immer wir damit anschalten, wir schalten es jetzt erstmal an. Aber weit reicht es nicht, ne? Sonst hätte ich versucht, das mitzunehmen und hier da unten hin. Ich wollte gerade meinen Finger drauf zeigen, sowas Albernes. Also das mit dem Gas gefällt mir schon wieder überhaupt nicht. Das schaffe ich doch niemals darüber. Moment, ich will nochmal den Schalter weg umlegen. Nicht, dass ich das zusätzliche Gas jetzt angeschaltet habe. Es wäre aber auch komisch, oder? Dann wäre es ja von vornherein ausgeschaltet. Ja, doch, Tatsache. Ich habe das rechte Gas angeschaltet. Das ist ja dumm, das zu tun. Ich will mal gucken, ob ich da... Ach nein. Ich habe das Gas eingeschaltet und das Spans unten. Ich muss da mal eben bleiben. Ich hoffe, dass ich es überlebe. Und nicht runterfliegen, wenn er sich dreht. Ach, so ein Scheiß. Doch, er hat mich da runtergeschmissen. Ja, okay. Ich muss erstmal warten, bis das erste Span sich ausgeweitet hat. Und dann muss ich den Schalter aufschalten wieder. War nur eben nicht zu sehen, weil ich zufälligerweise den richtigen Augenblick erwischt habe. So. Und dann bleibt der nämlich. Finde ich eine coole Mechanik. Ich hoffe, dass die Luft reicht, die ich dann da kriege, um durch das zweite Gas zu kommen. Ich sehe das ja noch nicht so. Das sieht nicht. Komm, raus da. Das war knapp. Ja, alles klar. Nicht unspannend, finde ich. Crush. Moment. Rush. Wie geil. Okay. Ja, man muss sich beeilen. Aber sehr schön mit dem Crush und dem Rush. Ah, da oben ist wieder. Da oben ist wieder was. Ich würde ja ganz gerne da. Lass mich doch hoch. Ochs! I refuse to praise the false beliefs. I will do everything in my power to withstand this trial. Okay. Wir werden versuchen, alles in der Macht zu stehen, zu tun, um dieser Versuchung zu widerstehen. Das heißt, ich sollte nicht praisen. Race, meinst du? Ich habe jetzt versehentlich auf den Chat geguckt. Ja. Das wird sein. Aber es reicht nicht. Okay, also schieben wir es doch mal darüber. Okay, das war zu weit weg. Dann schieben wir das nochmal ohne das P. Ja, und das ist aber irgendwie doof, ne? Oder? Wie komme ich da jetzt noch hoch? Nee. Dann schieben wir das P da nochmal ran. Ja, jetzt mal ganz ehrlich. So schnell bin ich aber nicht.
Wie mache ich das denn? Am dümmsten. Ich bin überlegen, ob die Plattform da oben was mit zu tun hat. Das P mitnehmen ist... ja, was heißt mitnehmen? Mitnehmen bringt mir irgendwie auch nichts. In dem Augenblick, wo ich einen Buchstaben hochziehe, geht der Lift nach oben. Das funzt nicht. Kommt da ja auch gar nicht rein. Ich müsste, wenn überhaupt, oben drauf stehen, ne? Ne, das geht auch nicht. Muss ich von der anderen Seite aus rein, was? Ach nee, ich komme da nicht rüber. Ich brauche den Fahrstuhl gar nicht. Ich brauche den Fahrstuhl gar nicht. Das ist das Ding. Ach komm, Jungs. Der muss nur weg. Der ist halt im Weg. Das ist das Ding. Mehr ist es nicht. Ich muss da gar nicht mitfahren. Oh, das ist aber nicht schön. Schneller, schneller. Ja, ja, anheben, um drunter durchlaufen zu können, ja. In der Tat. Aber was mache ich mit dem Gas danach? Lass uns doch mal eben kurz in die Steuerung gucken. Settings, Shock Controls. Da steht nichts von Run. Run, wo bist du, wenn man dich braucht? Nee, kann ich nicht nehmen, den Buchstaben. Nicht am Gas hängen bleiben, meinst du? Nee. Schneller konnte ich nicht. Schneller konnte ich nicht. Den Hebel ziehen. Können wir gerne versuchen. Aber der bringt nur die Plattform nach oben, der Hebel. Und oben ist auch noch Gas. Aber gut, wir können das ja versuchen. Zieh die Plattform. Ja, zieh den Hebel. Okay, wir versuchen es noch einmal. Vielleicht kann ich noch mal etwas schneller ziehen. Aber ich habe das Gefühl, da muss ich irgendwas anderes machen. Das könnten wir versuchen. Run hat gerade vorgeschlagen, wenn du das P da mal zum Gas bringst und das damit unbrauchbar machst. Aber ich glaube nicht, dass ich da Buchstaben absetzen kann. Ja, ich müsste es dahinter setzen vielleicht. Lass uns das mal probieren. Aber ich glaube nicht, dass ich an das Gas einen Buchstaben dran setzen kann. Gasp. Doch, Gasp. Gasp ist doch Husten oder sowas, ne? Gasp könnte klappen. Ach, okay. Gasp bringt mir Sauerstoff. Ey, lauf weiter! Bewegt sich nicht mehr. Ich kann nichts machen. Es bewegt sich gerade nicht mehr. Nicht, dass abgestürzt ist, das Spiel. Ich kriege alles kaputt. Könnte ich mal sterben? Ich kann mich nicht mehr bewegen. Resume. Geht gerade nicht. Oh Mann. Gasp ist Atem holen. Hör mal einatmen. Ja, resume. Geht gerade nicht mehr. Okay, retry. Nee. Main Menu. Select Chapter. Trace. Resume.
Dann muss ich doch ab da nochmal. Na gut, so weit war es nicht, ne, glaube ich, oder? Ich weiß nicht. Da hat es stehen geblieben. Dann muss ich das nochmal eben wiederholen. Ja, okay, gut, das ist ja nicht so viel. Ich habe die Sprache kaputt gemacht. So sieht's aus. Aber das ist richtig cool, Sachen so zu kombinieren. Und man lernt auch noch ein bisschen Englisch dabei. Wenn auch durch eigene Tode. Okay, dann wollen wir es jetzt nochmal versuchen. Achso, jetzt hätte ich eigentlich da unten ganz gerne noch das Ding mitgenommen. Das machen wir doch nochmal eben. For the living and the dead, I will bear witness. Even if I risk the gas filling my own lungs. Okay. Geile Idee. Richtig cool. Oh, jetzt wäre ich auch fast gestorben, ne? Der Bildschirm oben wird eben zu grün, ne? Ganz kurz. Ist cool gemacht. Der Mensch lernt durch eigene Fehler, am meisten durch eigene Tode. Ja, das stimmt. Upp. Okay. Hätte ich da auch nicht stehen bleiben dürfen, ne? Achso, es versperrt mir nur den Rückweg. So ist es gemacht. Eat. Ach du Scheiße. Was will der denn von mir? Hate. Ich bin noch mal weg. Na klasse. Hat er nicht überlebt, was? Ja, das ist natürlich schlecht, ne? Das war ja einfach. Der kommt bestimmt wieder. Cool. Das ist richtig geil. Mir gefällt das. Das ist doch hier auch wieder so eine verschnörkelte Kiste. Und der Stein sieht auch so aus, als würde er jeden Augenblick runterfallen. Was ist überhaupt hier? Hier in diesem Felsen befindet sich doch irgendetwas. Erzähl mir das doch nicht. Ich sehe das doch. Was haben das für ein Geräusch? Oh, ein P. Round. Das ist eine Wunde. Und dann gibt es noch ein Pound. Dann kommt so ein 10 Tonnen Gewicht runter. Ein C und ein T und ein P. Gas? Gasp. Okay, das P könnten wir vielleicht da oben wieder gebrauchen. Round. Was kann man denn noch damit machen? Down. Nee, doch klar, down geht auch wieder. Genau. Dann nehmen wir doch erstmal down. Down ist sehr beliebt, ne? Was habe ich denn für ein Problem hier? Das ist, fragt einfach nicht. Ist mir schon klar, wie ich down schreibe. Das ist, ich war letztens beim Chinesen essen und, das brauchen wir noch. Haha! Okay, alles klar. Wie geil. Wir schneiden das P durch. Und das P brauchen wir wieder.
für das Gas. Ich muss das mal eben hier ein bisschen aufräumen. Nee, ich muss das U mitnehmen. Ich dachte, wenn ich das Down wegnehme, dann geht das Ding wieder nach oben. Das glaube ich aber nicht. Wir können mal eben kurz ausprobieren, ob das geht. Nee. Aber wir müssen es, glaube ich, trotzdem aufheben eben. Das ist geil. Das ist cool. Und noch einen Screenshot gemacht in der Zeit. Das P hat uns gute Dinge. Na! Ich wollte gerade sagen, das. Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Nein! Lass mich in Ruhe! Na klasse. Ich wollte sagen, das Pier hat mir gute Dienste geleistet. Wie komme ich denn da so schnell rüber? Ah, einfach mal gezielt springen. Oh, okay, da muss ich schneller werden. Zu spät gesprungen. Ach echt? Ja, schönen Gruß an Nikas. Niklas. Entschuldigung, mein Chef heißt Niklas, deshalb. Heißt Nikas, deshalb. Da ruft ihr so schon die ganze Zeit über. Nur das U mit. Finde ich cool. Sad. Ja, einer von uns wird jetzt gleich traurig sein. Wahrscheinlich er. Weil ich will hier nur weg. Ich bin's nicht. Und hoch. Und vermutlich brauchen wir das D auch. Da ist wieder Gas. Rechts unten. Ich habe jetzt gerade kein P zur Hand. Wünsche ich dir auch, Wheel, what the fuck? Wieso denn The Wheel, what the fuck? Stell das schon immer. Will ich da jetzt nach unten gehen und gucken oder nicht? Nee, komm, lass uns erstmal nach oben gehen und gucken. Ja, nach oben würde ich auch sagen. Oben ist wahrscheinlich so eine einmalige Kiste wieder. Mensch, das ist aber ein fipsiges D hier. So, passt. Okay, oben ist mehr. Irgendwie habe ich ein Problem, nochmal hochzukommen. Ein R. Was mache ich denn mit dem R? Das kann ich gar nicht nehmen. Leer. Ah, da oben ist, genau, da oben ist ein weiterer Text. Ja, das war ein bisschen übermütig, ne? Aua! Mensch, einfach so ein I gegen den Schädel bekommen. Ist ja auch nicht schön. Jetzt geh weg, du A. Kann ich das L denn mitnehmen? Das sieht da so komisch verankert aus. The sharp tongs and their lurid hate will not reach my heart. Ihre scharfen Zungen und lurid habe ich noch nie gehört, aber ihr Hass wird mein Herz nicht erreichen. Okay, so.
Ich würde sagen, kann ich das L mitnehmen? Auch nicht. Versucht das R trotzdem nochmal. Ja, 20 Minuten. Genau, wir sind jetzt eigentlich auch vorbei, deshalb verabschiede ich mich für heute. Dann machen wir doch nächstes Mal weiter. Ich habe voll Lust dazu. Alter, das begeistert mich immer noch. Finde ich geil. So, mal gucken, wie ich durch das Gas durchkomme und was da unten. Da sind auf alle Fälle mehr als ein Gas. Und ich habe kein P zur Hand. Das ist natürlich schwierig. Gudi, schauen wir bis dann. Tschüss.